Wir kennen alle diesen lustigen Spruch in der Region Mörschmalsch Madrid. Mein Gast hat es ganz ähnlich geschafft, aber viel spannender. Da ging es von der Nordstadt nach Haaksfeld und dann nach Paris. Sie ist amtierende französische Fußballmeisterin. Bei mir ist Charlotte Voll von Paris Saint-Germain. Jetzt in der Martin Wacker Show. Schon am Sonntag und ich freue mich, heute Charlotte Voll bei mir zu Gast zu haben. Sie ist Fußballtorhüterin und frisch gebackene französische Meisterin mit Paris Saint-Germain. Erstmal Gratulation. Ja, vielen Dank. Und wir müssen was aufklären. Ich werde jetzt in der Sendung Charlie zu dir sagen, wir kennen uns doch schon ein paar Jahre und das bin ich so gewohnt. Ist okay, oder? Das ist kein Problem. Wir kennen uns schon ziemlich lange. Ziemlich lange. Charlie, lass uns ein bisschen wandeln auf deinen fußballerischen Pfaden. Und zwar ganz aktuell, bevor wir zur Historie kommen. Frisch gebackene französische Meisterin, ich habe mir das mal angeschaut. Das waren anstrengende Feiern, oder? Da ging es richtig zur Sache. Ja, es wurde Zeit. Also das war die erste Meisterschaft für PSG überhaupt bei den Frauen und dementsprechend wurde dann natürlich auch ein bisschen gefeiert. Alles Corona-konform, direkt nach dem Spiel im Stadion noch mit Familie und Freunden, aber alles im Kleinkreis und dann war es eine gute Nacht. Und es war eine gute Nacht und es war vor allem ein Riesenerfolg. Lyon ist ja die große Konkurrenz und wenn ich es richtig weiß, haben sie 14 Mal nacheinander die französische Meisterschaft geholt und es war ja ganz knapp am Ende. Ne? Ihr wart Dauersieger, beide Dauersiegerinnen im Gleichschritt und im letzten Spiel wurde es richtig dramatisch. Ja, seit 2007 war Lyon jedes Jahr Meister und wir hatten auch im Endeffekt dann nur einen Punkt Vorsprung. Das vorletzte Spiel war gegen Lyon und sprich wir hätten in Lyon schon Meister werden können, haben dort aber nur unentschieden gespielt. Mhm. Und dementsprechend mussten wir das letzte Spiel noch gewinnen, weil uns eigentlich bewusst war, dass Lyon das letzte Spiel auch gewinnen wird. Mhm. Und dann haben wir einen 3-0 Heimerfolg feiern können und dann ging es ab. Dann ging die Sause ab. Und was mir auch aufgefallen ist, die Fans haben euch unglaublich gefeiert. Ich kenne das in Deutschland nicht, dass die Frauenmannschaften auch so gefeiert werden, emotional begrüßt. Das war ja großartig, oder? Ja, also die Ultras in Paris sind wirklich einzigartig. Sowas habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Mhm. Wir hatten vorm Spiel, vorm Stadion, die durften nicht ins Stadion, hatten wir, glaube ich, so um die 800 Ultras. Die haben gesungen, die haben Bengalos gezündet, alles volle Programm. Mhm. Und da, wir sind lang gelaufen und wir haben zu uns gesagt, so ja, wir können heute nicht verlieren. Wir können nur gewinnen heute, weil wir machen es für die Fans, wir machen es für den Verein, wir machen es für uns. Das ist, wir machen es für alle. Und wir wissen, dass wir von allen Seiten die Unterstützung haben. Mhm. Und das, also das war der Moment, wo wir uns gesagt haben, wir müssen gewinnen. Und ihr habt gewonnen, ihr seid französische Meisterin und Charlotte Voll ist heute mein Gast. Gleich lernen wir es ein bisschen privat kennen bei den 10 Fragen in 60 Sekunden. Es ist Sonntag, in der Martin-Wacker-Show gibt es eine schöne Tradition. Die prominenten Gäste müssen sich meinen 10 Fragen in 60 Sekunden stellen. Charlie, du bist bereit? Ich bin bereit. Wir legen los, dein Sternzeichen. Stier. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verliebt. Deine Lieblingsfarbe? Blau. Habt ihr ein Haustier? Nein. Keine Zeit dafür, ne? Leider nicht. Welches Poster hing bei der Torhüterin im Jugendzimmer? Oliver Kahn. Ah, also auch das erste Vorbild? Ja. Hast du ihn persönlich mal kennengelernt? Ja. Wunderbar. Deine erste selbstgekaufte, bei dir war es wahrscheinlich ein Download, oder war es noch eine CD? CD würde James Blunt sein. Mhm, guter Geschmack. Kamst du zum Lesen in den letzten Wochen bei aller Partylaune? Welches Buch war zuletzt dran? Die Biografie von Carly Lloyd. Mhm, dein Lieblingsurlaubsziel? Da bin ich offen. Mehr Berge ist alles gut. Mehr Berge ist alles gut. Und jetzt die letzte Frage, wenn man in Paris lebt. Hausmannskost oder Gourmet-Tempel? Wie bist du unterwegs? Eine gesunde Mischung aus beidem. Eine gesunde Mischung, also ganz diplomatisch. Und du bist ja gerade jetzt in der Heimat. Ja. Da schmeckt es zu Hause natürlich dann auch mal am besten. Ja, guten Spätzle und Maultaschen. Das Spätzle und Maultaschen, das gibt es in Paris nicht. Nee. Das waren die 10 Fragen in tatsächlich 60 Sekunden mit Charlotte Voll in der Martin-Wacker-Show. Charlotte Voll ist mein Gast in der Martin-Wacker-Show. Charlie, wir sind bei der Meisterfeier schon angekommen. Das steht ja jetzt ganz am Ende einer doch langen Karriere. Du hast viel schon gemacht in jungen Jahren, warst viel unterwegs, aber angefangen hat alles in deiner Heimatstadt in Karlsruhe bei einem relativ kleinen Club. Wo ging es los für dich? Ja, also mein erster Verein war die FSSV Karlsruhe und dementsprechend ja, ein kleiner Verein,
alles sehr familiär. Ich habe immer noch Kontakt zum Verein und habe auch 10 Jahre dort verbracht, muss man dazu sagen. Hab 10 Jahre? Mhm. Obwohl es eigentlich ja keine Frauenmannschaft gab, oder? Ja, das ist, war aber auch mein Glück in dem Fall. Es gibt eine Sonderregelung für Frauen, beziehungsweise damals noch Mädchen, dass wenn der Verein kein eigenes Mädchenteam hat, kann man als Zweitspielerin oder mit einem Zweitspielrecht zu einem anderen Verein, die ein Mädchenteam haben, spielen. Und das habe ich sehr früh schon gemacht, war dann erst beim ASV Haxfeld noch, dann beim KSC, aber zeitgleich immer noch bei der FSV Karlsruhe. Und das hat mir persönlich gut gefallen, weil dann hatte ich jeden Tag Training, weil es sich zufällig nicht überschnitten hat. 2 Spiele am Wochenende und dann jeden Tag Fußball. Wenn man dann den Weg weitergehen will, muss man dann auch in eine der Jugendakademien gehen. Dann ging es nach Hoffenheim, sprechen wir auch noch drüber. Aber bleiben wir nochmal beim FSV. Du hast eine schöne Geste, eine großartige Geste jetzt vollbracht, finde ich. Du hast diesen kleinen Verein nochmal besucht, die jetzt auch in Richtung Frauenfußball was unternehmen möchten. Was hast du gemacht? Ja, also es wurde jetzt eine neue Frauenabteilung gegründet und dementsprechend dachte ich mir, so kann ich mal ein bisschen was zurückgeben und habe der Mannschaft einen Trikotsatz gesponsert. Gab es ein bisschen Meisterprämie? Ja, da hat geholfen, die Trikots zu sponsern. Und vielleicht auch eine Initialzündung. Du hast Oliver Kahn als Vorbild gehabt und Charlotte Voll könnte dann ein Vorbild für die jungen Fußballerinnen sein. Das wäre natürlich sehr schön. Muss nicht sein, aber es wäre ganz gut. Ja, war schön. Tolle Geste von Charlotte Voll. Und gleich sprechen wir über den weiteren Weg. Da spielte dann eine Jugendakademie eine Rolle hier in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show mit Charlotte Voll. Spannende Gesprächspartnerin. Sie ist Torfrau, sagt man nicht mehr, Torhüterin. Früher hat man Torfrau gesagt. Was ist schöner? Ach, das, also ich mache mir da gar nichts draus. Viele sagen auch Torhüter und dann denke ich mir, ja, ist okay. Nein, es gibt also auch noch den Torspieler. So viel Zeit muss ein Torhüterin sagen. Ja. Charlotte, wir haben den FSSV gerade angesprochen, dann auch Haxfeld, KSC. Und dann ging es, weil du wahrscheinlich den Schluss gefasst hast, du möchtest auf jeden Fall den Weg weitergehen, musstest in eine Jugendakademie gehen. Wann fiel die Entscheidung, ich mache das nicht nebenher, ich möchte das tatsächlich als Beruf, als Berufung machen? Ich glaube, da bin ich tatsächlich einfach ein bisschen reingerutscht. Nach dem Abi wollte ich ursprünglich nach Amerika mit einem Sportstipendium, dort studieren, Fußball spielen. Kam dann aber PSG dazwischen und dann war es für mich so, ja okay, dann mache ich das eben. Also das war eine Entscheidung, innerhalb von einer Woche waren meine Pläne komplett über den Haufen geworfen, habe alles geändert. Und ja, es war gar nicht so eine bewusste Entscheidung in dem Moment, sondern das war einfach, es kam einfach. Und die Jugendakademie in Hoffenheim, wie sehr hat die geholfen, dich auf diesen professionellen Weg zu bringen? Wie wichtig war das? Das war ein sehr guter Schritt für mich. Gerade Hoffenheim hat auch viel Wert auf schulische Ausbildung gelegt. Dementsprechend habe ich dann nochmal Abi fertig gemacht und alles. Bin aber nie auf eine Schule, also ich war nie auf einer Sportschule. Das wollte ich auch irgendwie nicht. Alle anderen waren dort und ich war in Karlsruhe auf einem französisch-bilingualen Gymnasium, was mir jetzt zufällig natürlich gut in die Karten gespielt hat, da ich jetzt schon ganz gut das Französisch konnte, als ich nach Frankreich gegangen bin. Und ja, aber das war vom Trainingsniveau her, von der Professionalität einfach dann noch ein weiterer Schritt, der mir eben bei meinem Weg geholfen hat. Man kennt ja Mörschmarsch Madrid, wie es von Haxfeld über den FSSV nach Paris ging und wie die Anfrage kam. Sprechen wir gleich drüber in der Martin-Wacker-Show. Charlotte Voll zu Gast in der Martin-Wacker-Show. Sie ist Torhüterin bei PSG in Paris und frischgebackene französische Fußballmeisterin. Aber wir sind so ein bisschen deiner Karriere auf der Spur. Die Jugendakademie haben wir abgeschlossen. Aber wie kommt es zu einem Anruf aus Paris? Das hört sich ja fast nach so einer kleinen Märchengeschichte an. Wie kam es zum Kontakt? Also es kam auch ein bisschen aus dem Nichts. Ich hatte tatsächlich meine letzte Abi-Prüfung, das war sogar Französisch. Und dann hat mein Vater angerufen, meinte, er hat eine Überraschung. Ich dachte, ja, wir gehen essen, irgendwas nach dem Abi. Ja, war dann Probetraining in Paris. Ich so, okay, und dann war ich die Woche drauf, war ich schon in Paris, hatte dort dann eine Woche Probetrainings. Und war wohl ganz überzeugend von meiner Leistung her und habe dann einen 2-Jahres-Vertrag angeboten bekommen. Ja, es kam aus dem Nichts und ich war dann zwischen meinem schriftlichen und mündlichen Abi einfach eine Woche weg. Das war auch gut, dass meine Schule mich da unterstützt hat. Alles gut gegangen in beiden Hinsichten. Also Abi war gut und Probetraining war gut. Schriftlich, mündlich und dazwischen noch ein Probetraining in Paris. Was also, man so macht. Die Geschichte hört sich doch ganz stark an. Ja, und dann kam die Entscheidung für Paris. Das ist doch ein völlig neues Leben, sich in dieser Stadt zurechtzufinden. Aber wahrscheinlich unterstützt der Verein auch viel, oder? Ja, definitiv. Also ich bin mit 18 dort ja angekommen. Das erste Mal von zu Hause weg, das erste Mal alleine gewohnt.
Wohnungssuche war kein Problem. Ich kam dort an zum Medizincheck, dann hatten wir schon Wohnungsbesichtigung, war alles top organisiert und dann habe ich mich auch sehr schnell eingelebt und habe mich pudelwohl gefühlt. Also jetzt in Paris zu Hause. Dazwischen gab es noch einen kleinen Ausflug. Es gibt ja im Fußball immer die Dorfclubs, die plötzlich Bundesliga spielen. Und das hat Charlotte auch nochmal ausprobiert. Sprechen wir gleich drüber. Traditionen sind wichtig, auch bei mir. Und entweder oder ist eine schöne Tradition. Und Charlie, du kommst auch nicht drum rum. Ich bin gespannt. Fragen an dich, die ich nicht kenne. Und du musst dich dann für eine Antwort entscheiden bei entweder oder. Du darfst die Frage ziehen, mir überreichen. Sehr gerne. Und ich werde sie vorlesen. Ich prüfe sie vorher aber nochmal ganz schön. Ach ja, das ist schön. Entweder nicht mehr Nein oder nicht mehr Ja sagen können. Ich glaube, dann würde ich lieber nicht mehr Nein sagen können. Weil du ein grundoptimistischer Mensch bist. Ja, ich bin eher positiv ausgerichtet und... Wenn mich jemand fragt, sage ich prinzipiell eigentlich ja. Okay. Hilft manchmal dann auch so ein kleines Vokabelheft mit Nein zu haben, dass man nicht zu oft Ja sagt? No. Genau, Französisch wird es noch. Französisch läuft das noch. Wesentlich eleganter, das ist ein guter Tipp. Sage ich es auch no. Nein. No. Sehr gut. Charlie, du hast mir geholfen. Zweite Frage. So rum ist richtig. Nie mehr deine Lieblings-App nutzen können oder nie mehr deine Lieblingsserie anschauen können. Oh, das ist eine harte Entscheidung. Also meine Lieblingsserie habe ich schon dreimal durchgeschaut, deshalb würde ich glaube ich dann... Welche Sie? Grey's Anatomy. Okay, ja. Deshalb würde ich dann doch lieber meine App täglich weiter benutzen. Wie heißt die Lieblings-App? Ich würde schon Instagram sagen. Instagram, ja. Geht nicht ohne. Du bist auch sehr aktiv, man kann dir auch folgen. Man kann mir auch folgen. Man sieht ein bisschen was vom tollen französischen Frauenfußball und das wird gleich unser Thema sein, welchen Stellenwert der Frauenfußball in Frankreich hat und was sich vielleicht Charlie noch für Deutschland wünscht. Gleich mehr dazu. Charlotte voll zu Gast in der Martin Wacker Show. Charlie, wir sind schon ganz schön unterwegs in deiner Karriere mit großem Tempo. Waren eigentlich schon in Paris, aber dann gab es zwischendrin eine Nachricht, die mich persönlich auch ein bisschen gefreut hat. Du bist zurück ein bisschen in die Heimat gekommen zu einem Fußballclub. Ich sage, der erfolgreichste Dorfclub im Frauenfußball. Nach Sand ist es gegangen. Ja. Was hat dich daran gekitzelt? Einmal natürlich die Nähe zur Heimat. Mhm. Ich meine, ist ein badischer Verein. Also es ist wirklich, du bist auf dem Dorf. Ich war sehr froh, dass ich von hier komme, weil es wird wirklich badisch geredet. Aha, du verstehst Französisch und badisch. Und badisch. Das ist eine gute Voraussetzung im Fußball. Ja, genau. Und ja, ich weiß nicht, sie haben angefragt, ob ich kommen möchte. Mhm. Und dann, mein Vertrag war gerade ausgelaufen bei Paris und das hat sich so ergeben. Und dann dachte ich mir, ja, einmal wieder zurück in die Heimat, aber auch Bundesliga spielen, das ist eine gute Mischung. Eine gute Mischung und vor allem auch dann Spielerfahrung. Du hast ja eine ganz starke Torfrau vor dir in Paris, ja. Da sprechen wir gleich noch drüber. Und dann gab es gleich ein tolles Debüt, Profidebüt gegen einen Club, der auch eine Macht ist im deutschen Frauenfußball, den ersten FFC Frankfurt. Und das lief immer richtig gut, ne? Ja, das war ein guter Heimsieg. Ich meine, es war ein 2-0-Erfolg. 3-0 sogar. 3-0 sogar. Wie heißt es? Weiße West. Für Charlotte voll, das habe ich jedenfalls gefunden. Ja, also die Null stand, das weiß ich vorne mit Zählen, klappt so sind dann nicht. Die Torleute, mit. Egal was die vorne machen, Hauptsache ich habe Weise wäschen. Hat gut funktioniert und ja. Ein schöner. Und dann ging es doch wieder zurück nach Paris. Ja. Haben sich das die Verantwortlichen in Paris angeschaut aus der Ferne und gesagt, oh. Ja, es kam relativ früh schon wieder die Anfrage, weil sie wussten, dass die Nummer 2 in Paris geht und sie mich eben kannten und anscheinend auch sehr schätzen. Und diese Wertschätzung hat mir auch natürlich dann nochmal ein gutes Gefühl gegeben, gerade auch dann für das zweite Halbjahr in Sand. Und dann wusste ich aber, dass es dann zurückgehen wird. Zurück nach Paris, ja. In eine Atmosphäre, die ganz stark ist, denn die beste Torhüterin der Welt, das ist die Nummer 1 in Paris. Und da gibt es aktuelle Nachrichten, gleich mehr dazu. Charlotte Voll in der Martin Wacker Show, Torhüterin in Paris. Und vor deiner Nase sozusagen bringt eine Torhüterin, fantastische Leistung. Ich würde behaupten, mit die weltbeste Torhüterin, chilenische Nationalspielerin, mit dem deutschen Namen Christiane Endler, kurz Chris. Hat sie deutsche Vorfahren? Ja, ihr Vater ist Deutscher. Ah, ja. Auch zwei Nationalitäten? Auch den deutschen Pass hat sie. Auch den deutschen Pass. Und
Sie ist ja ein absoluter Topstar in Chile, hoher Stellenwert. Wie ist das Zusammenarbeiten mit so einer Welthäuterin? Wie viel nimmst du da auch mit aus der Zusammenarbeit? Ja, also ich kenne sie jetzt auch schon seit 2017 und trainiere seither mit ihr zusammen in Paris, also die Zeit, die ich dort war. Muss sagen, sie ist menschlich top, sie ist sportlich top, also da kann man viel Positives mitnehmen. Und es gibt aktuelle Nachrichten, also brandaktuell sozusagen. Ja. Sie wechselt ausgerechnet, du hast es vorhin angesprochen, zum Dauerrivalen Lyon, ne? Ja, die Nachricht war ein bisschen überraschend dann doch, aber irgendwo, also ist es nachvollziehbar für sie. Lyon ist einfach auch eine Macht im Frauenfußball. Die Teuterin von Lyon wechselt jetzt zum amerikanischen Franchise-Club von Lyon zu OL Reign und dann wurde natürlich ein Platz frei und ihr Vertrag läuft aus und dann kam 1:1 zusammen. Kann man ihr nicht übel nehmen. Also, Chris Endler ist gewechselt. Charlotte Voll ist die Nummer 2. In der nächsten Stunde erfahren wir, wie es jetzt weitergeht, wie sie den Kampf aufnimmt und ob es da auch ein Vorbild im deutschen Fußball gibt für eine Nummer 2, die plötzlich zur starken Nummer 1 wurde. Nächste Stunde der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle mit Charlotte Voll und der Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Charlie, du bist bereit? Ich bin bereit. Hast du zu Hause öfter mal gespielt, zur Stadt, Land, Fluss? War das? In meiner alten WG in Sand, ja. Doch. Gibt's das auch in französischer Sprache? Nicht, dass ich wüsste. Musst du einführen. Ich würde, wenn du nochmal in die Sendung kommst, spiele ich auf Französisch okay. Mit dir. Das ist ein Versprechen. Das wird ein Spaß. Das wollen sie nicht hören. Aber legen wir mit der deutschen Ausgabe los. Du hast 30 Sekunden Zeit, wenn du was nicht weißt. Weitersagen. Ja. Und ich habe einen schönen Buchstaben ausgesucht für dich. Und zwar das P. Aha. Die Stadt. Paris. Ein Land. Polen. In der Kneipe. Weiter. Ein Gemüse. Paprika. Hat 4 Beine. Weiter. Ein Männername. Paul. Eine Sportart. Paddle. Ein berühmter Mensch. Paul Breitner. Sehr gut. Und ein Grund fürs zu spät kommen hätte ich noch gerne. Parkscheibe vergessen. Sehr, sehr gut. Und ein Scheidungsgrund hätte ich noch gesagt. Das war schon sehr gut. Das war die Parkscheibe vergessen. Charlie denkt voll logisch. Also keine Blödsinnsantworten. Und es waren 7 richtige. Und 7 richtige heißt die Tasse. Du hast sogar noch 2 gut. Gehört dir? Dankeschön. Kommt die mit nach Paris? Die kommt mit. Die kommt direkt. Ich habe meine Kaffeemaschine umgestellt von der Küche neben mein Sofa und kommt dann direkt dahin. Also wir wollen dann natürlich auf Instagram die Tasse in Paris sehen. Die kommt. Schauen wir alle. Gleich mehr mit Charlie Voll in der Martin-Wacker-Show. Bei Stadtland Quatsch lief es richtig gut mit Charlie Voll. Kommen wir jetzt zu einem anderen Kampf, den du aufnehmen musst. Ja. Nummer 2. Chris Endler wechselt nach Lyon. Wie viele Gespräche wurden schon geführt? Wie groß ist die Chance und wie groß ist deine Motivation? Also es wurden bisher noch gar keine Gespräche geführt. Da wir auch einen Trainerwechsel haben und wir wissen jetzt auch noch nicht, wer Trainer wird, das ist wirklich momentan so ein kleiner Umbruch bei uns. Und ich denke, wir kommen dann nach der Sommerpause an und erfahren dann erst mehr. Spannende Phase auf jeden Fall. Definitiv. Wann geht's wieder los? Wann musst du wieder in Paris sein? Haben wir auch noch kein festes Datum. Ich gehe von Mitte Juli aus und dann. Also demnächst? Also ja. Demnächst doch. Geht's weiter. Gibt es so ein Vorbild im deutschen Fußball, wo eine Nummer 2 lange hinter einer starken Nummer 1 war und dann plötzlich selbst zur starken Nummer 1 wurde? Hast du da jemanden im Auge? Tatsächlich gar nicht mal. Also mir kommt der Gedanke jetzt gerade zum ersten Mal so in den Kopf, seit du es gesagt hast. Auch dein großes Vorbild. In Karlsruhe. Oliver Kahn. Saß da war ich noch zu jung, als der Zweikampf war. Ja, danke für den Hinweis. Ich bin schon alt genug. Also Oliver Kahn saß sehr lange auf der Bank. Ja. Auch ein recht guter Torhüter war die Nummer 1. Und dann war er, zunächst mal hat man geguckt, kann er das? Und dann wurde er zum Weltstar. Also hätte ich kein Problem mit. Also in vieler Hinsicht ein Vorbild. Und wenn man daran kratzt, dann ist natürlich auch der Adel auf der Brust mal ein Thema. Das war schon mal bei Charlie der Fall. Ob da wieder neue Gespräche am Laufen sind, sprechen wir gleich drüber. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle. Charlotte Voll ist zu Gast. Charlie, wir sind ganz schön durch deine Karriere geritten, schauen ein bisschen in die Zukunft und kommen an einer Stelle an, wo ich weiß, dass du schon mal bei der U20 Fußball-Weltmeisterschaft ins Viertelfinale gekommen bist, also der Adel auf der Brust. Ist es auch was in der Zukunft dich noch beschäftigen soll und wie sind die Gespräche?
Ja, also das ist natürlich ein Traum von jeder Fußballerin. Ja. Mir ist es bisher auch verwehrt geblieben, ein Spiel zu spielen. Also ich war von der U15 bis zur U20 dabei. Mhm. Gespielt habe ich noch nicht, insofern da ist noch was offen. Also da klopfen wir auf jeden Fall jetzt schon mal an, dass das demnächst auch kommt. Gibt's da, wie funktioniert sowas? Gibt es da ein Gespräch, gibt es mal einen Anruf? Wirst du dann auch in Paris eventuell auch mal kontaktiert? Wie laufen die also Kontakte? Also bis jetzt ist noch kein Kontakt da. Dazu müsste ich aber auch mehr spielen. Mhm. Also da bin ich auch ganz realistisch. Ich sage jetzt nicht so, nur weil ich bei Paris spiele, habe ich da... Mhm. irgendwie ein Joker oder irgendwas, sondern da muss erstmal im Spiel Leistung gebracht werden und dann gucken wir weiter. Und ganz wichtig ist auch, dass ein Torwart-Team immer als Torwart-Team gesehen wird. Also ich kenne das auch vom KSC, sagt man immer, die Jungs, die nicht spielen, sind aber für das Gefüge ganz wichtig. In Paris wahrscheinlich ähnlich mit so einer Welttorhüterin in der Spitze. Oder? Definitiv, also ich wusste meine Rolle als Nummer zwei und ich weiß auch, wie man sie zu interpretieren hat. Man darf da keine schlechte Stimmung verbreiten, nur weil man nicht spielt, weil man wusste, man spielt nicht, sondern immer unterstützen. Und für die Torhüterin, die spielt, das ist auch ein besseres Gefühl, wenn sie weiß, das ganze Torwart-Team steht hinter dir und da ist nicht hinter dir einer, der quasi so mit dem Messer auf der Bank sitzt und wartet, bis du einen Fehler machst, weil das ist auch mental dann eine extra Belastung, die man einfach nicht braucht. Also absolute Teamplayerin und wir sprechen dann, wir haben noch eine kleine Gesprächsrunde. Da wollen wir noch so ein bisschen in die Zukunft schauen. Einen Traum hast du schon angesprochen. Wir sprechen vielleicht auch über die Zukunft des Frauenfußballs und den Stellenwert in Deutschland und in Frankreich. Gleich mehr dazu. In der Martin-Wacker-Show war heute Charlotte voll zu Gast. Wir können noch ein paar Stunden weiterreden. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Kommen wir noch mal ein bisschen auf die Ebene oben drüber. Frauenfußball generell. Ich habe es beobachtet in Paris, diese Begeisterung, diese Anerkennung, dass auch die Ultras mit am Start sind. In Deutschland stelle ich doch immer noch eine gewisse Zurückhaltung fest. Was würdest du dir auch mit Blick auf die Zukunft wünschen? Ja, also mir ist auch aufgefallen, dass ich zum Beispiel, wenn ich in Frankreich gefragt werde, was mein Beruf ist, wenn ich jetzt Leute extern treffe, ich sage, ja, ich spiele Fußball professionell, dann ist so Begeisterung, so, ah, richtig gut. Und in Deutschland war es immer so die erste Frage, so, ja, und was machst du noch währenddessen? Mhm. Ich studiere noch währenddessen, das ist ja auch außer Frage, weil ich auch für mich einen Ausgleich brauche, einfach zum Sport. Aber die Wertschätzung in Frankreich war deutlich höher oder ist deutlich höher als in Deutschland, was mich überrascht, weil wir ja als Fußballnation gelten und Vorreiter im Frauenfußball nach der WM 2011 und dem ganzen Zeug, was wir alles auf die Beine gestellt haben. Und da die Medienpräsenz in Deutschland ist auch ein bisschen geringer. In Frankreich wird jedes Spiel live im Fernsehen gezeigt. Bei einem Pay-TV-Sender, keine Frage, aber in Deutschland teilweise die Spiele zu finden, war wirklich schwierig oder wird auch gar nicht übertragen. Und eben ein bisschen mehr Aufmerksamkeit so in den nächsten paar Jahren, das wäre ein großes Ziel, denke ich, für alle Fußballerinnen und Freunde des Frauenfußballs. Also, das lassen wir so stehen, unterstützen wir voll. Wir haben heute auch einen ersten Schritt bei uns gemacht hier in der Martin-Wacker-Show. Charlie, hat viel Spaß gemacht. Für dich alles Gute. Dankeschön. Und vor allem, dass du auch dein Ziel schaffst jetzt in der kommenden Saison. Wir werden sehr aufmerksam beobachten, auch den Instagram-Account wegen der neuen Welle-Tasse. Definitiv. Alles Gute für dich. Und das war's für heute in der Martin-Wacker-Show mit Charlotte Voll. Und auch nächste Woche wieder definitiv spannende Gäste. Sie haben das Sonntagsfrühstück und wir führen spannende Gespräche. Danke, dass Sie dabei waren. Bis nächste Woche. Tschüss.